Der Bund für Geistesfreiheit begreift sich als Sprachrohr für konfessionsfreie Menschen, für Leute, die vielleicht mit Religion abgeschlossen haben oder auch im Prinzip auf dem Weg sind, sich vielleicht von der Religion zu verabschieden. Und wir möchten eigentlich eine Gleichstellung erreichen zu den Religionsgemeinschaften, die vom Staat und auch qua Amt sozusagen immer noch sehr stark privilegiert werden. Also ein kleiner Fakt zum Beispiel, es werden die Bischofsgehälter, die werden nicht, wie viele Leute glauben, von der Kirchensteuer gezahlt, sondern die werden vom Staat gezahlt. Und das wäre was, wo man eigentlich sagt, erstens müsste dieser Fakt mal bekannter werden. Man müsste sich dessen auch bewusst sein, was da passiert. Man müsste sich überlegen, ob das gerecht oder richtig ist, dass die Religionsgemeinschaften so bevorzugt werden. Und drittens könnte man dann, weil die Welt oder die Gesellschaft hier immer säkularer, das heißt immer weltlicher, unreligiöser wird, könnte man sich entschließen, da auch was dagegen zu tun. Und dafür steht der Bund für Geistesfreiheit. Persönlich auf die Idee gekommen bzw. auf diese Initiative gestoßen bin ich vor etwas mehr als 35 Jahren. Ich habe im Spiegel damals eine Reportage gelesen. Da hat ein Unternehmer aus Freising, Chemieunternehmer, sich geweigert, für seine Mitarbeiter die Kirchensteuer abzuführen, hat sie ihnen selber ausgezahlt und infolge der gerichtlichen Verwicklungen, die es daraufhin gab, wurde er in ein Nervenkrankenhaus eingeliefert und entmündigt. Und das hat mir sehr zum Nachdenken gegeben und ich habe mich auf dem seine Spur gemacht, was vor so langer Zeit, das war ja schon Ende 80er, Anfang 90er Jahre, das war gar nicht so einfach, den irgendwie zu finden, weil Internet und sowas gab es ja noch nicht. Also meine persönliche Motivation, mich für so ein seltenes Anliegen aktiv einzusetzen, also für die Trennung von Staat und Kirche, für die Abschaffung der kirchlichen Privilegien. Mittlerweile sind es nicht nur die zwei Großkirchen, es gibt ja auch die jüdische Gemeinde oder die muslimischen Körperschaften. Das war tatsächlich, dass ich der festen, felsenfesten Überzeugung bin, wir in einer Demokratie leben, in einem Rechtsstaat, der uns allen die Religionsfreiheit, also somit auch die Freiheit von jeder Religion garantiert. Und da kann es nicht sein, dass wir in Deutschland im 21. Jahrhundert noch immer religiös bevormundet werden. Und das erfordert ja einen Einsatz für diese Art von Bürgerrechte. Und seither mache ich das aktiv im Bund für Geistesfreiheit München. Wir haben dadurch, dass wir Körperschaft des öffentlichen Rechtes sind, auch Privilegien. Also wir sind theoretisch den Religionsgemeinschaften gleichgestellt und können also auf die Art und Weise so ein paar Sachen tun, die vielleicht eine normale Initiative nicht tun könnte. Ein sehr spannendes Beispiel aus der letzten Zeit ist, wir haben seit 10 Jahren eine Klage geführt beim Bundesverfassungsgericht gegen das Tanzverbot am Karfreitag und konnten vor 2 Jahren tatsächlich da auch einen Erfolg feiern. Wir dürfen also tatsächlich aus weltanschaulichen Gründen entgegen dem allgemeinen Tanzverbot am Karfreitag tanzen. Das ist eine Aktivität, eine Aktion, aber wir haben eine ganze Menge andere Klagen am Laufen, zum Beispiel gegen diesen unsäglichen Kreuzerlass vom Söder, der eigentlich das christliche Abendland auf diese Art und Weise wieder retten möchte, aber sehr vielen Leuten auch vor den Kopf stößt, nicht zuletzt auch den Kirchen. Wir haben eine Klage auch gegen das Polizeiaufgabengesetz hier in Bayern, weil wir das für verfassungswidrig halten. Wir haben auch eine Klage am Laufen gegen den Begriff gottesdienstlicher Zweck im Rundfunkstaatsvertrag. Es gibt eine ganze Menge Sachen. Wir sind aber nicht nur Prozesshansel, dass man sagt, man versucht das alles auf dem Klageweg durchzuziehen, sondern wir haben auch Aktivitäten, die jetzt eher Richtung weltanschaulich sind. Zum Beispiel haben wir eigene Feiertage im Kulturkalender oder im Kalender des Kultur
des Kultusministeriums stehen drei Feiertage von uns drin, wo Kinder, die Mitglied oder deren Eltern Mitglied im Bund für Geistesfreiheit sind, tatsächlich auch schulfrei haben. Das ist der Humanistentag, das ist der Tag der Menschenrechte und der Evolutionstag. Und ja, es gibt eine ganze Menge an Aktivitäten da drumherum. Eine ganz wichtige, die wir mit einer befreundeten Gesellschaft zusammen machen, ist jetzt die Buskampagne, die auch zum Beispiel diese Privilegisierung der Kirchen thematisiert. Da wird ab heute durch Deutschland ein Bus fahren mit dem Thema 100 Jahre Verfassungsbruch. Und es steht eigentlich in der Verfassung von Weimar schon drin, die Trennung von Kirche und Staat. Und sie ist seit 100 Jahren nicht vollzogen. Das wäre an der Zeit. Die Öffentlichkeit kann den Bund für Geistesfreiheit unterstützen, indem sie erstmal sich bewusst wird, dass es solche säkularen, weltlichen, religionsfreien Organisationen überhaupt gibt. Es ist seltsamerweise so, dass 30 bis inzwischen 40% der Bundesbürger von Religion sich verabschiedet haben, dass diese Gruppe aber überhaupt keine Lobby hat. Also es gibt einen Zentralrat der Juden, einen Zentralrat der Katholiken, die sind wahnsinnig mächtig, überall gut vertreten, aber es gibt keinen Zentralrat der Konfessionsfreien. Also man könnte, die Öffentlichkeit könnte dieser Initiative mehr Stimmen geben. Man kann bei uns Solidaritätsmitglied werden, das ist ohne finanzielle Verpflichtung, aber würde uns helfen, mehr Stimmen und auch mehr Gewicht im Prinzip in die politische Debatte zu schmeißen. Man kann auch normales Mitglied werden und einen Jahresbeitrag zahlen und damit unsere Aktivitäten unterstützen. Meine persönliche Vision für die Zukunft, also ich persönlich bin stark angetrieben von der Idee einer Gleichberechtigung, einer Gerechtigkeit und auch einer absoluten Freiheit. Also meine Vision wäre, dass diese Trennmittel, in die diese Gesellschaft ja eigentlich immer mehr aufbaut, sei es auf politischer Seite, sei es auf staatlicher Seite, sei es, dass die Nationalstaaten wieder mehr in den Vordergrund gestellt werden oder sei es auch mit religiösen Begründungen, dass die einfach wegfallen. Ich begreife mich als Humanist und für mich ist jedes Blut rot. Mir ist es ganz egal, welcher Mensch, welche Hautfarbe, welche sexuelle Orientierung dahinter steht. Für mich geht es um den Menschen und nur wir Menschen können auf so einem kleinen Planeten eigentlich dafür sorgen, dass die Gesellschaft frei und gerecht ist. Also meine Vision wäre, dass man sich eher auf die Gemeinsamkeiten besinnt, als auf die Dinge, die uns voneinander trennen und dass wir auf diese Art und Weise zu einer, ja, lebenswerten Gesellschaft kommen.